Hallo, ich grüße euch. Ich sitze hier an der alten Ems, mitten in der Natur. Hinter mir ist die Auenwiese und vor mir ist der alte Emsarm. Ich filme Tiere und ich bin schon über 70 Jahre alt. Ich habe da neulich was gelesen im Internet. Da kann ich nur sagen, hanebüchener Unsinn. Eine junge Dame, vermutlich Akademikerin, möchte gerne. Ah, der Eisvogel. Hallo, mein Freund. Da sitzt er. Es ist herrlich, den zu sehen. Ich habe den schon oft gefilmt. Und wir haben auch so etwas wie eine Freundschaft. Soweit man das von Tieren sagen kann. Der Uferläufer. Da beklagte sich die junge Dame darüber, dass es keine Tierdokumentation gäbe. Die man anders machen müsste. Und was sie vorschlug, war natürlich vollkommen entgegengesetzt von dem, was die Naturgesetze hergeben. Und deswegen sage ich, es nett und freundlich, es war hanebüchener Unsinn. Akademische Blödheit, kann ich da nur sagen. Leute, wenn ihr die Tiere, die Tierfilme seht, ihr werdet immer erleben, dass das Männchen um das Weibchen buhlt. Und in einigen wenigen Fällen ist es auch umgekehrt. Und natürlich, dass die Paare in den Nistplatz streiten. Dann hat man nicht eine, das Männchen, sondern Männchen und Weibchen, die gegen andere Paare kämpfen, um den Nistplatz zu erobern. Und wer meine Filme sieht, der die Kämpfe der Blässrallen, da sieht man das, dass dort sogar mehrere Paare um einen Platz kämpfen, um ein kleines Revier, in dem sie ihr Nest bauen wollen. Also es ist nirgendwo so, dass nur der Mann, nur das Männchen kämpft. Ja, mit Ausnahme vom Hirschen. Aber das ist von der Natur so eingerichtet, dass die Beihirsche auch nur absahnen. Also nicht nur der Platzhirsch, der seine Gene dort hinterlässt, der stärkste, gewandteste und dominanteste. Der hat immer noch etliche Beihirsche, die dafür sorgen, dass der Genpool nicht ausschließlich vom Platzhirsch kommt. Ich muss mich für meine Sprache entschuldigen. Ich habe leider die Zähne kaputt und kann keinen Zahnersatz bezahlen. Selbst die Zuzahlung ist für einen Rentner heutzutage schon nicht mehr möglich. Aber zum Ausgleich zahle ich natürlich einen erhöhten Krankenkassenbeitrag. Für wen? Das wissen wir ja alle, ne?
die bekommen die besten Zähne und die Leute, die so wie ich 44 Jahre lang gearbeitet haben, nicht ganz. Ich war in den 44 Jahren 3 Monate arbeitslos. Das war das höchste der Gefühle. Und da fühlte ich mich schon mies. Warum hat man nur solche Gefühle, ne? Damals war es eine Schande, arbeitslos zu sein. Ja, mit über 70 kann man sich ja vorstellen, dass ich in einer vollkommen anderen Zeit groß geworden bin. Die Natur war reichhaltiger, aber das lag auch daran, dass das alles nicht so betoniert war wie heute. Wie kommen eigentlich Politiker von den Grünen, den Schwarzen, den Roten oder was für Farben auch immer auf die Idee, dass wenn man eine Stadt betoniert, dass man dann mehr Insekten und mehr Vögel hat? Wie blöde muss man da sein? Akademiker und nichts anderes kann ich sagen. Oder diese Kindheitsprägung, ne? In den 50er Jahren, in denen ich groß geworden bin, ich bin Jahrgang 49, in den 50er Jahren gab es noch reichlich Schnee. Im Rheinland, und dort ist es in der Regel 3 bis 5 Grad wärmer als in Westfalen. Ich muss einmal aufhören, der Zug kommt. Ja, hier hinter mir ist der Bahndamm und das ist eine vielbefahrene Strecke. Aber der schützt auch dieses Gebiet. Und deswegen kann ich hier so schöne Filme machen. In den 50er Jahren gab es sehr viel Eis und Schnee. Und das ist prägend für uns Kinder. Jedes Kind wird in diese Situation hineingeboren, die da ist. Also in der ausgehenden Eiszeit, so hatten wir das gelernt in der Schule, habe ich meine Jugend verbracht. Meine Kindheit und Jugend. Das ging bis in die Mitte der 60er Jahre so. Aber es bleibt nicht so, es ist ein steter Wandel. Vor 500 Jahren gab es viele der Gletscher gar nicht, die sich jetzt wieder zurückziehen. Oder ein persönliches Beispiel, der 8. April 1949 war der heißeste Tag seit 100 Jahren. Der 8. April 1949, der heißeste Tag seit 100 Jahren. Der Sommer 52 war der heißeste Sommer seit 100 Jahren. Und der Sommer 59 war der heißeste Sommer seit 110 Jahren. Leute, was soll der Quatsch? Was euch fehlt hier? Gerade dieser Akademikerbrut. Hüpfen anstatt denken. Ja, damit kommt ihr bei mir gerade an den Richtigen aus. Ja, das Beste, was du tun kannst, ist tanzen. Das macht Spaß. Wer auf Facebook geht, der wird mein Profil sehen, dass ich früher Rock'n'Roll getanzt habe. Aber ich wäre nie auf solche Schnapsideen gekommen wie die heutigen Gymnasiasten. Ja, muss man ja sagen, Gymnasiastinnen. Nein, ich bin arbeitsteilig erzogen worden und das sehen wir hier in der Natur überall. Die Arbeitsteilung. Wir sehen es, wir erkennen es. Und
wer alleinerziehend sein möchte, eine alleinerziehende Mutter, sehe ich ja auch hier in der Natur. Die Enten zum Beispiel. Die müssen durch mehr Junge den Verlust ausgleichen. Das ist so. Leute, das ist Natur. Da sehe ich gerade einen Grauwal. Schöne Tiere. Die haben auch die Babys, gerade die Entenbabys, zu fressen gern. Ja, die kloppen sich wieder, die jagen sich. Ja, so ist das in der Natur, das müsst ihr akzeptieren. Da könnt ihr sonst was machen, das spielt überhaupt keine Rolle. Naturgesetze kann man zwar ein wenig dehnen, aber letzten Endes schlagen sie doch zu. Und wer sich in die Gefahr begibt, ohne die Gefahr zu kennen, der kommt darin an.